Danke schön. Ja, Harald Schumann hat gefragt, wenn doch die Zinsen so niedrig sind seit einigen Jahren, warum ergibt sich nicht eine Art Wirtschaftsaufschwung? Nun, das ist ja das Problem. Aus meiner Sicht ist Real- und Finanzkapitalismus ein sozusagen in sich jeweils, sagen wir, Systeme, die verschiedenste Rahmenbedingungen haben, die aufeinander abgestimmt sind und in ihrer Gesamtheit das Gewinnstreben eher auf Real- oder finanzwirtschaftliche Aktivitäten verlagern. Und ich kann nicht, indem ich einzelne Schrauben verändere, glauben, ich könne grundlegend was verändern. Das Wesentliche ist letztlich die Navigationskarte aus meiner Sicht, das heißt die dominante wirtschaftswissenschaftliche Doktrin, die nach 30 Jahren die Hegemonie über die Köpfe der Eliten erlangt hat, und eine Navigationskarte, die ganz triviale Anweisungen gibt: wenn die Arbeitslosigkeit steigt, muss man die Löhne senken und das Arbeitslosengeld senken, wenn die Staatsverschuldung steigt, muss man sparen. Die wird als Common Sense sozusagen nicht so leicht zu entsorgen sein, weil es für die einzelnen Mitglieder der Eliten ist, leichter ist, mit der Herde zu irren, als sozusagen sich dagegen aufzurichten. Das beste Beispiel ist doch die Rolle der sozialdemokratischen Führer, etwa im Zusammenhang mit dem Fiskalpakt, dass kein einziger den Mut hatte von den Führern, von den Häuptlingen, ja, zu sagen, bitte sehr, nein, ja, aus den und den Gründen. Das zeigt schon bisher eben so eine Navigationskarte, die Herdentriebe, quasi der Herdenverhalten generieren. Zweite Frage war die Rohstoffspekulation. Also gerade muss ich ehrlich sagen, darüber habe ich relativ viel empirisch gearbeitet. Ich habe untersucht zweimal sozusagen die Dynamik Weizen, Reis, Mais und Erdöl. Sehr detailliert, möchte darauf nicht näher eingehen, nicht, und das Ergebnis ist sehr ähnlich wie das von Flassbeck, dass verdächtig viele technische Modelle extra Profite bringen. Es ist keine Geldmaschine, das sind die Spekulationssysteme alle nicht, aber eines kann man zeigen: wenn ich jetzt 1000 verschiedene Spekulationssysteme interagieren lasse und simuliere, wie ist der Zusammenhang zwischen deren quasi kollektivem Trading Behavior und den nachfolgenden Preisbewegungen, sind die statistischen Zusammenhänge hochrobust. Und ich habe diesen Herrn von Halle, der mich dann doch ein bisschen geärgert hat mit seiner Studie, dass das alles falsch sei, angefragt, weil ich ihm zeigen konnte, dass ja nicht nur meine Studie, das heißt zwei Studien, sondern einige andere nicht bei der Auswertung verwendet wurden. Hat er gesagt, es wurden, das war ein Konsens in diesem Forschungsprojekt, nur solche Arbeiten ausgewertet, die sich keiner ökonometrischen Verfahren bedienen. Na gut, was soll man dazu sagen? Und schließlich war die letzte Frage. Nein, es gab zwei Fragen noch. Es gab eine von Frau Herrn Holt-Frerich zu dem Thema, ob das Wirtschaftswachstum dann automatisch auch das Problem der Staatsschulden lösen würde. So habe ich ihn verstanden. Und wie man das Wirtschaftswachstum überhaupt erzeugen soll. Ja, sozusagen, wenn man sich was wünschen dürfte, aber gesellschaftliche Entwicklung funktioniert eben nicht wie ein Architekt ein Haus designt, da bin ich übrigens Hayekianer, dass sozusagen das Prozesshafte, wie ich zu einer neuen Spielanordnung komme, bei der sich Unternehmertum wieder viel besser lohnt als Finanzalchemie, das setzt wahrscheinlich eine sehr massive Vertiefung der Krise voraus, zumindest war das in der Vergangenheit meistens so. Das Lernen passiert sozusagen nur aus der Not, und die Not ist bei denen leider am größten, deren Lernen nicht so relevant ist, weil die Arbeitslosen in Südeuropa können nicht durch ihr Nachdenken einen Wechsel erlangen, da erreichen hingegen die Ökonomen in Deutschland oder so, könnten das schon, aber denen steht das Wasser noch nicht bis zum Nabel. Also das ist auch ein Anreizproblem meiner Ansicht nach, und es gibt kein Patentrezept, sondern aus meiner Sicht, deswegen habe ich Europäischer Währungsfonds gesagt, müsste die Zinsbildung für Staatsanleihen komplett den Märkten weggenommen werden. Bei Staaten sind keine Firmen, das ist unser Gemeinwesen, da haben andere Bedingungen zu herrschen. Daher Europäischer Währungsfonds, der setzt die Zinsen bei 1,5 oder 2% fest. Ich habe darüber was geschrieben, ich glaube, es würde funktionieren, wenn man es wirklich wollte.
Zweiter Punkt, systemfeste Wechselkurse. Wie lange dauert es, um, wenn die vier wichtigsten Notenbanken es wollten, zu einem systemfesten Wechselkurs zurückzukehren? Ja, 2 Tage ungefähr. Ja? Wenn sie sich einigen würden und sie würden morgen den Märkten sagen, die neuen Zielzonen sind plus minus 1%, Euro-Dollar wurscht 1,30 oder 1,25, dann können die dezentral agierenden Devisenhändler nicht dagegen an, siehe Schweiz als kleines Beispiel, obwohl das ein bisschen problematisch ist, weil sie ja nur gegen eine Aufwertung sozusagen einen Kurs festlegen. Trotzdem. Und dritter Punkt, damit bin ich schon am Ende, es sind halt komplizierte Fragen. Es gibt einen Preis, bei dem die Preisschwankungen für die Realwirtschaft und für die Umwelt verheerend sind, und das ist der Ölpreis. Denn der Ölpreis sollte nach neoliberaler Wirtschaftstheorie permanent stärker sich verteuern als das durchschnittliche Preisniveau, weil er die Hauptverursachung des Klimawandels ist, also soziale Kosten in unglaublichem Ausmaß generiert wird durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, plus es ist im Prinzip eine erschöpfbare Ressource. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Märkte so vollkommen unfähig sind, eine Preisbildung herbeizuführen, die der neoklassischen Wirtschaftstheorie entspricht, würde ich hier sagen, gäbe es einen guten Grund, einen Vorschlag sozusagen zu diskutieren, wonach im Bereich der Europäischen Union ein Preispfad vorgegeben wird, wo Erdöl sozusagen bis auf wurscht $250 bis 2020, 2022 steigt. Die Differenz zum Weltmarktpreis wird durch eine flexible Steuer abgeschöpft, würde enorm viel Geld in die Staatskassen spülen, und das Geld, das bei Ölpreissteigerungen immer die Ölkonzerne und die quasi exportierenden Länder kassieren, das würden halt wir kassieren. Aber das ist natürlich alles viel zu radikal, weil der Markt ist, wie soll ich sagen, das ist eben die Verheerung der Gehirne nach 30 Jahren Neoliberalismus, dass der Markt als höheres Wesen angesehen wird. Ich bin ja ein Marktwirtschaftler, aber ich sage, es ist ein Instrument. Manche Märkte funktionieren, andere nicht. Manche kehren geschlossen, andere sind wunderbar. Wenn man dieses pragmatische Verhältnis zu einem Markt hätte, dann könnte man sich die Freiheit nehmen, auch als Politiker zu handeln und Leadership zu zeigen. Hingegen, wenn der Markt die unsichtbare Hand ist, wie die göttliche Vorsehung, dann kann der Politiker sich nur selbst entmündigen, weil er sagt, ich bin ja eigentlich unnötig, ich muss mich den Märkten anpassen. Ja? Das sind ja schwere, auch letztlich charakterliche und intellektuelle Beschädigungen, die da die Folge sind. Ja, vielen Dank. So, das war schon mal sozusagen ein Input. Jetzt würde ich ja gerne, das ist ja immer der Traum einer Moderatorin, die 5 Herren aufeinander hetzen. Ich hoffe, das lässt sich machen, dass da auch genug Differenzen gegenseitig auftauchen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz sozusagen die Schlachtordnung skizzieren, so wie ich sie verstanden habe. Also man könnte so sagen, es gibt eine Gruppe, die will die Banken regulieren, und es gibt eine andere Gruppe, die will stärker vor allen Dingen erstmal die Märkte regulieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist natürlich auf jeden Fall Herr Schulmeister bei denen, die die Märkte regulieren wollen, genauso wie eigentlich auch etwas anders gelagert Herr Dolin. Herr Schumann hat sich diesmal zumindest ganz auf die Banken geworfen, und Herr Kopf hatte irgendwie so eine Mittelposition. Nicht? So, das ist so ungefähr das, was hier passiert ist in den letzten 3 Stunden. Und jetzt würde ich eben gerne noch mal so ein bisschen zum Abschluss diese Vorschläge diskutieren und dann aus aktuellen Gründen, wo man das dann noch mal als Praxistest ja auch vielleicht weiter diskutieren kann, auf Zypern kommen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Frage der Regulierung. Da würde ich jeden von Ihnen einfach in der Reihe fragen, wo Sie bei den Vorträgen der anderen den größten Widerspruch hatten. Also wo Sie sagen würden, das sehe ich aber ganz anders, und wenn das so käme, wäre es garantiert falsch. Ich muss mein Mikrofon behalten, Herr Kopf, deswegen müssen Sie jetzt das da nehmen. Also der größte Widerspruch, ich weiß nicht, ob ich das wirklich ganz festmachen kann, ist, ich glaube, es ist gar nicht so sehr ein inhaltlicher Widerspruch, sondern so eine Frage der, also ich will es mal ein bisschen provokant sagen, ich finde das, was Sie gesagt haben, Herr Schumann, ist ein bisschen gesinnungsethisch. Also gesinnungsethisch, ja. Also das ist alles richtig, aber Sie haben keinen Blick darauf, was die makroökonomischen Konsequenzen davon sind.
Also nehmen wir mal dieses Beispiel, höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken. Ja, finde ich absolut richtig. Ja. Aber man muss sich mal fragen, warum haben wir 2012 im Euroraum eine Rezession gehabt? Ja? Warum, wenn man sich die spanische Volkswirtschaft anguckt, die hat eine Rezession gehabt 2010, ja? Und dann hat sie sich angefangen, schön zu holen 2011. Warum gab es diesen Double Dip 2012? Ja? Und es war nicht nur Spanien, da gibt es drei Gründe dafür. Der eine Grund ist sicher die Haushaltskonsolidierung mit einem relativ hohen Multiplikator. Ja. Der zweite Grund ist sozusagen allgemeine Vertrauenskrise. Der dritte Grund ist, dass die Banken ein massives Deleveraging angefangen haben. Ja. Also es gab sozusagen die Keule der Regulierung, die herausgeholt wurde, inmitten der Finanzkrise. Dann wurde plötzlich gesagt, jetzt braucht ihr aber wirklich hohe Eigenkapitalquoten. Jetzt müsst ihr mal wirklich eure ganze Bilanz ein bisschen runterfahren. Das ist ja alles ein riesiges Casino hier und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass Sie sozusagen nicht richtig bedenken, was die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von diesen Regulierungsmaßnahmen sind. Also in der Sache her würde ich Ihnen zustimmen, aber ich denke, man muss sozusagen, es kommt auf den Prozess an. Ja. Und wenn ich noch eins dazu fügen darf, was letztendlich passiert ist, ist in der wirtschaftspolitischen Diskussion kam die These auf, wir brauchen jetzt höhere Eigenkapital, die Banken brauchen höheres Eigenkapital. Ja. Diese Forderung hat sich sehr schnell gedreht in eine Forderung, wir brauchen höhere Eigenkapitalquoten. Ja. Und die Eigenkapitalquoten, die kann man eben auf zwei Weisen erreichen. Man kann den Zähler ändern oder man kann den Nenner ändern. Und was die Banken dann gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wir wollen natürlich nicht mehr Eigenkapital aufnehmen, weil das zu einer Verwässerung der Aktionäre führt, ja, sondern wir bauen einfach unsere Bilanzen ab. Und die Folge war eben eine große Rezession 2012, die man wirklich hätte vermeiden sollen, weil sie gerade in diesem Zeitpunkt nicht sehr hilfreich war. Okay, Sie dürfen erstens antworten und dann müssen Sie auch sagen, worüber Sie sich am meisten geärgert haben. Deswegen gab es in diesem Kontext ja auch die Forderung, das habe ich jetzt natürlich nicht dargestellt, weil mir ging es ja um das Too-Big-to-Fail-Problem, aber deswegen gab es in diesem Kontext natürlich auch die Forderung, dass man es eben über eine Zwangsrekapitalisierung der Banken macht, bei der gleichzeitigen Auflage eben das Kreditgeschäft nicht zurückzuführen. Ja? Dann, das wäre aber eben ein viel größerer, massiverer staatlicher Eingriff in die Struktur gewesen und hätte genau diese makroökonomischen Folgen vermieden. Was mich immer ärgert, und das richtig fast an das ganze Podium, wobei ich bei Herrn Horn nicht so ganz genau weiß, weil er heute nicht aufgetreten ist, aber ich unterstelle es ihm, sage ich mal so, weil das sind ja alles Ökonomen und ich bin kein Ökonom. Und die große blinde Stelle der modernen Ökonomie und Wirtschaftswissenschaft ist die Sache mit der Macht. Das kommt in den Analysen und in den Modellen und in den Formeln immer nicht richtig vor, weil sich das eben nicht so richtig quantifizieren lässt. Aber die Machtkonzentration in der Finanzbranche, insbesondere bei den großen Banken oder bei diesen politisch verflochtenen Banken, ne, das habe ich ja extra versucht zu unterscheiden, die ist unser politisches Problem. Weil dadurch, dass dort so viel Macht versammelt ist, können sie die Bedingungen ihrer eigenen Reformierung und ihrer eigenen Rettung und ihrer eigenen Kapitalisierung letztlich diktieren. Sie können zwar nicht verhindern, dass die Politik Reformen macht, weil sie unter öffentlichem Druck steht, aber sie können über ihre organisierte Lobby und die ungeheuren Mengen an Geld und Leuten, die sie da mobilisieren können, also ich glaube in Brüssel gibt es über 5000 Leute, die direkt oder indirekt für die Finanzindustrie arbeiten, können Sie dafür sorgen, dass die neuen Regeln, die auf den Markt kommen, dann wiederum so viel differenziert, Sie hatten ja diese wunderbare Grafik, ja, über die Dodd-Frank-Regel, ne? Glass-Steagall 33 hatte 30 Seiten oder sowas und Dodd-Frank hatte 1000 und dazu noch 100.000 Subregeln. Das alles ist ein Produkt dieser Machtkonzentration, dass Sie eben die neuen Regeln in so eine Überkomplexität verwandeln, die Ihnen dann wiederum Geschäft verschafft. Ja? Das ist doch das Ärgerliche. Weswegen ich so darauf insistiert habe, dass wir eine lange Übergangszeit brauchen, aber dass wir langfristig dahin kommen müssen, dass dieser gesamte Sektor und insbesondere die Banken kleiner werden, ist nicht nur, um sie risikofester zu machen oder sozusagen vor den nächsten Krisen zu schützen, sondern um sie auch in ihren Machtmöglichkeiten zu begrenzen. Das müssen wir einfach als politisches und wirtschaftspolitisches Ziel begreifen. Und darum habe ich am Schluss dieses Zitat gebracht. Und was mich immer ärgert, dass das in diesen ganzen Ökonomenvorträgen die Kategorie der Macht nicht vorkommt. Obwohl sie, wenn man so will, bei den Begründern der Wirtschaftswissenschaft früher mal eine zentrale Kategorie war. Aber in der modernen wirtschaftswissenschaftlichen Debatte kommt sie nicht vor, obwohl sie im täglichen Leben der genau wichtige Punkt ist.
Herr Dolin, Herr Schumann hat sich ja so ein bisschen drum gedrückt, jemanden konkret anzusprechen, aber ich nehme mal an, Sie waren auch gemeint. Deswegen dürfen Sie jetzt antworten und dann können Sie noch sagen, wo Sie Ihre größte Differenz sehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob, also ich würde sagen, natürlich beachten wir Ökonomen schon Machtverhältnisse und ich glaube, in den meisten Vorträgen ging es auch darum, wer welche Lobbymacht hat. Die Frage ist ja vielmehr, wie gehe ich damit um und können wir Ökonomen eigentlich, genau, und da ist aber die Frage, ob wir Ökonomen dafür die Leute sind, die am besten die Antwort geben können. Möglicherweise, wir sind dafür nicht ausgebildet, wenn Sie mich fragen würden, wie mache ich eine Herz-OP, dann würde ich auch vielleicht sagen, das ist vielleicht nicht gerade das, was Sie mich fragen sollten. Ich habe natürlich ein paar Ideen, aber ich glaube, der Vorwurf zu sagen, dass die Podiumsteilnehmer heute die Machtaspekte vernachlässigt haben, den würde ich doch gerne ein bisschen zurückweisen, vor allem, weil ich nicht ganz überzeugt bin, dass Ihre Leverage-Regel besser dafür geeignet ist, als zum Beispiel komplexe Finanzprodukte und bestimmtes Rent-Seeking in den Märkten zu reduzieren. Also ich stimme ja völlig zu, dass der Finanzsektor zu groß geworden ist, dass Teile des Finanzsektors, und da kann man drüber streiten, warum das so ist, möglicherweise wegen fehlgeleiteter Regulierung, parasitär zur Realwirtschaft geworden sind. Also dass die Komplexität schaffen, dass der Finanzsektor im Zusammenspiel mit Regulatoren und das Ausnutzen oder wie auch immer, eine gewisse Komplexität schaffen, die dann zu Marktmacht im Finanzmarkt führt und bestimmte andere Unternehmen zwingt, Versicherungen gegen Ereignisse zu kaufen oder denen auch Produkte verkauft, die sie nicht brauchen oder Produkte verkauft, die überteuert sind, wo zu hohe Gebühren drin sind, die dann ein ganzes Heer von Anwälten, Lobbyisten und wer auch immer in dieser Futterkette abgreift. Das alles ist ein Problem. Nur ich glaube, es ist ein komplexes Problem, was man auch nicht ganz einfach mit einer einfachen Größenregel lösen kann. Stimmt natürlich, kurz vor der Krise hat der US-Finanzsektor einige Zeit lang 40% der gesamten US-Unternehmensprofite abgegriffen. Ja, das hat natürlich möglicherweise auch damit zu tun, dass der US-Unternehmenssektor insgesamt keine so guten Profite einfährt. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn ich einen Sektor habe, der nicht ganz 5% der Arbeitskräfte beschäftigt, er greift 40% der Profite ab. Und hinzu kommt, was ja auch sehr merkwürdig ist, in allen anderen Sektoren, wo ich einen Produktivitätsfortschritt habe, also IT-Sektor oder sowas, da werden die Produkte billiger oder besser über die Zeit. Im Finanzsektor, der uns auch immer erzählt, dass er durch die Technologie einen Produktivitätsfortschritt hat, sehe ich eigentlich relativ wenig Anhaltspunkte, dass die Produkte oder die Serviceleistung, die der Sektor jetzt der Realwirtschaft bereitstellt, dass die heute in der Summe besser oder billiger sind als in den 70er Jahren. Und das ist ein Problem. Nur, wie gesagt, ich glaube, das ist ein komplexes Problem und der Vorwurf ist ein bisschen ungerechtfertigt, den Sie da gemacht haben. Gibt es denn jetzt noch was, Herr Dolin, wo Sie sich auch geärgert haben? Oder war Ihr Ärger im Wesentlichen auf Herrn Schumann konzentriert, sodass sich das jetzt eigentlich gedoppelt hat? Jetzt habe ich mich natürlich über diesen Kommentar geärgert. Nein, im Ernst, geärgert habe ich mich eigentlich relativ wenig heute. Ich habe viel auch gelernt und fand die Vorträge sehr spannend. Ich habe allerdings einen kleinen Widerspruch bei Christian Kopf ausgemacht, den der vielleicht nochmal ausräumen könnte. Und zwar, er hat gesagt, einerseits möchte er gerne die Märkte entschleunigen und andererseits findet er es aber gut, wenn diese Transaktionen der OTC-Produkte schneller über eine Börsenplattform läuft. Also ich kann das gut verstehen. Ich denke, das ist ziemlich ineffizient, wenn man rumtelefonieren muss und ein paar Leute zum Essen einladen muss, bevor man Anleihen verkaufen oder kaufen kann. Nur die Frage ist, wie geht das beides zusammen? Und kann man nicht die ketzerische These aufstellen, dass diese Märkte, die so ein bisschen langsamer funktionieren und wo ich Leute zum Essen einladen muss, dass das wie eine implizite Finanztransaktionssteuer wirkt? Herr Kopf, und vor allen Dingen hätten Sie noch was davon, von der Finanztransaktionssteuer haben Sie ja nichts, aber vom Restaurant, da sind Sie ja der unmittelbare Profiteur. Also einmal stimmt es schon, der OTC-Markt ist ja ein extrem ineffizienter Markt, gell? Also das ist ja ein Markt, also zum Beispiel der Markt für Anleihen, das ist ja ein zweistufiger Markt, es gibt die Endinvestoren, die Fonds, ja,
Dann gibt es die Investmentbanken und dann sind die Investmentbanken untereinander verbunden über sogenannte Interdealer Brokers. Ja. Also es gibt sozusagen zwei Stufen an Maklern und eine komplette Intransparenz. Ja. Also die Investmentbanken sprechen nicht miteinander und die Interdealer Brokers dürfen, wenn sie mit den Investmentbanken handeln, die Namen also auch nicht bekannt geben, wer welche Positionen hat. Ja. Und das führt dann zu sehr großen Geldbriefspannen. Ja. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir gedacht, wie kommt es, dass der Markt für sozusagen schlechte Unternehmensanleihen, also High-Yield-Anleihen, wie kommt es, dass dieser Markt von sozusagen ganz schlechten Unternehmen so sehr beliebt ist bei Banken? Und der Grund ist halt, dass die Geldbriefspannen enorm groß sind, ja, und dass sie da richtig viel Geld dran verdienen können. Und insofern würde ich schon sagen, dieser extrem ineffiziente OTC-Markt funktioniert genauso wie eine Finanztransaktionssteuer, er entschleunigt. Nur ist es eben eine Steuer, die nicht an den Staat entrichtet wird oder für die Entwicklungshilfe oder den Klimawandel verwendet wird, sondern die an die Banken fließt. Ja? Es ist eine Steuer, eine Steuer, die jeder, der eine betriebliche Altersvorsorge hat oder in einen Pensionsfonds seine Gelder oder eine Lebensversicherung hat, jeder hier zahlt diese Steuer an die Investmentbanken. Und diese Frage, die Sie eben gestellt hatten übrigens, warum gibt es eigentlich keine Lobbymacht, die dagegen vorgeht, hatte ein Kollege eben im Gespräch gesagt, das ist ganz klar, wem gehören denn die ganzen Fonds? Ja? Die Fonds in Deutschland gehören eben den Banken. Ja? Und wenn ein Fondsmanager sich hinstellt und sagt, das ist doch Quatsch, es wäre doch sehr viel besser, wenn das alles über eine Börse geregelt würde, dann wird dieser Fondsmanager sehr schnell eben zur Tür rausgehen bei seiner Bank. Ja? Also die DWS wird sich nicht offen für die Übertragung von Rentenhandel an die Börse einsetzen, weil dadurch eben hunderte von Stellen bei der Deutschen Bank wegfliegen und die DWS gehört nur bei der Deutschen Bank. Also das zu dieser, und jetzt dieser Kontrast zwischen sozusagen, ist es nicht volkswirtschaftlich sinnvoll, dass ein ineffizienter Markt eben dazu führt, dass es eine Entschleunigung gibt und dass die Leute sich das zwei- oder dreimal überlegen, bevor sie eine Transaktion machen. Also meine, das mag sein, aber erstens ist es eben ein Transfer an den Privatsektor und zweitens meine Sorge ist, dass wir, wenn das Zinsumfeld, das globale Zinsumfeld sich ändert und die sozusagen wie aus dieser Nullzinspolitik rausgehen irgendwann in ein, zwei Jahren, dass wir dann diskontinuierliche Preisverläufe haben werden in dem Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen und dass diese ganzen Papiere plötzlich 30, 40 Punkte fallen. Ja. Und dann stehen sehr viele Unternehmen da und können sich nicht mehr refinanzieren. Wir haben riesige Verluste. Die Leute werden sich aus dem Markt zurückziehen. Und das ist ein großer potenzieller volkswirtschaftlicher Schaden, der da auf uns zukommt. Herr Schulmeister, Sie waren noch nicht dran. Über was haben Sie sich denn am meisten geärgert? Geärgert habe ich mich eigentlich gar nicht heute. Ich fand das eine sehr gute Diskussion. Ich habe nur gerade beim Harald Schumann den Akzent eben so anders gesetzt. Das hat aber einfach auch mit der ganzen Geschichte zu tun, wie ich zu diesen Finanzmarktproblemen gekommen bin. Und um das nur als Anekdote ganz kurz zu erzählen, das war vor 27 Jahren, war ich hier in Berlin im Wissenschaftszentrum beim Egon Matzner. Und ich versuchte zu verstehen, was steckt hinter dem Verfall des Dollarkurses. Der war damals mehr oder weniger im freien Fall. Und nachdem mir weder die Theorie geholfen hat, noch irgendwie die Begutachtung von 3 Meter langer Zeichnung der Tageskurse seit 1973, habe ich einen Dienstreiseantrag gestellt, ich möchte zu den Devisenhändlern fahren, sozusagen erste Feldforschung wurde genehmigt, die 2 Tage haben mein Leben völlig verändert. Aber schon damals hatte ich das Gefühl, der einzelne Devisenhändler ist jetzt nicht mein Gegner sozusagen, der hat unter bestimmten Bedingungen Profit zu machen und wenn er jung und ehrgeizig ist, wird er das eben probieren. Dadurch habe ich diese Haltung bekommen, nicht die Spieler sind mein Hauptproblem, sondern die Spielanordnung ist mein Hauptproblem. Und ich werde die, wenn ich Spielanordnung ändere, dann werde ich den Spielern einfach gewisse Spiele sozusagen wegnehmen. Das kommt mir deshalb als quasi, liegt mir halt mehr, gebe ich zu, weil jetzt bin ich bei der Machtfrage.
Weil wenn wir die Chance haben wollen, dass wir nicht eine vieljährige Depression haben, ich glaube, eine Depression ist im Moment eindeutig wahrscheinlicher als ein nachhaltiger Aufschwung. Depression ist in der Wirtschaftsgeschichte auch etwas, wenn ich so sagen darf, ziemlich Normales. Ich meine ja nicht eine Depression wie die 30er Jahre, aber etwa wie Japan 90er Jahre, wo einfach das Marktsystem aus sich heraus nicht mehr einen Aufschwung generieren kann und der Staat als Therapeut ausfällt, weil er sagt, er macht das auch nicht, siehe Fiskalpakt. Ja. Wenn wir das also irgendwie vermeiden wollen, dann müssen wir die Unternehmer ansprechen und ihnen deutlich machen, dieser Neoliberalismus ist das falsche Pferd. Ihr habt vor 40 Jahren auf das gesetzt, weil damals die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie immer frecher wurden. Das ist verständlich gewesen, aber es ist der Neoliberalismus die Ideologie im Interesse der Finanzkapitalbesitzer und nicht der Real, in der Realwirtschaft tätigen. Und ich glaube schon, dass das eine kleine Chance hat, weil wenn man konkret Unternehmer fragt, was hat euch in den letzten 30 Jahren mehr geschadet? Ja, die Gewerkschaften oder der Sozialstaat oder die Finanzkrisen, ja, wenn man Tacheles redet, ist die Antwort immer klar. Und da tut man sich natürlich leichter und auch selbst die Banker, die Banken sind ja nicht, und die sind ja wichtig. Ich meine, der Kapitalismus kann nur funktionieren mit einem effizienten Finanzsektor. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Ich muss das Sparen der Haushalte, aber bitte in realwirtschaftliche Tätigkeiten sozusagen kanalisieren in Finanzmitteln. So stopp. Ich habe mal eine Frage. Also wenn man sich das ist etwas, was mich wundert, wenn ich Deutschland angucke. Eigentlich ist es so, dass wir genau eine Investmentbank haben und die heißt Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist groß, aber sie ist keineswegs der dominante Player im gesamten Finanzsektor. Es gibt ja noch die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, die inzwischen stark gefledderten Landesbanken und so weiter. Also wir haben einen riesen Finanzsektor mit genau einer Bank, die eigentlich dieses Derivate-Geschäft betreibt. Ich verstehe überhaupt nicht, es ist mir ein echtes Rätsel, warum man das nicht, also auch im Sinne von der Machtfrage, die ja hier die ganze Zeit gestellt wird, warum man nicht einfach sagt, Deutsche Bank, weißt du was, du schrumpfst jetzt, fertig, danke, das ist der Ende der Durchsage. So und eigentlich ist die Deutsche Bank total machtlos und wenn sie sich trotzdem immer durchsetzt, dann muss es daran liegen, deswegen gucke ich Sie jetzt an, Herr Schulmeister, weil es nämlich realwirtschaftliche Truppen gibt, die hinter der Deutschen Bank hermarschieren und sie letztlich doch stützen. Da gehören dann solche Ideen dazu wie, ja, wir sind eine Exportnation und wir brauchen dann eine weltweite Bank und ich weiß nicht, was da noch an Ideen rumschwirrt, aber man muss eigentlich diese Machtfrage wirklich mal ernsthaft, also es ist mir ein Rätsel, wieso die Deutsche Bank ausgerechnet mit ihr so viel Einfluss haben soll. Treasury-Abteilungen der DAX-Konzerne dahinter stehen, weil das alles selber Banken sind. Ja, das ist doch eine gute Das ist doch Erklärung. Das, was in seinen Kurven rauskam. Was machen die denn mit ihren Überschüssen, wenn sie keinerlei eigene Verschuldung mehr haben und ihre ganzen Investitionen aus dem Cashflow finanzieren und dabei noch Überschüsse, Gewinne generieren, die sie nicht an die Aktionäre ausschütten, dann machen sie Bank. Genau das tun, dann gehen sie selber an diesen Markt. Das ist der springende Punkt. Und ich finde ja Ihr Bild mit den Spielanordnungen und den Spielern prima. Das Problem ist, die Spieler machen selber die Spielanordnung. Verstehen Sie? Die Ökonomen. Nein, das machen nicht die Ökonomen, sondern sie sind nur die bezahlten Agenten. Ja. Aber okay, würde ich noch mal gerne Herrn Horn einbeziehen. Wenn Herr Schumann recht hat, dass sozusagen die Deutsche Bank deswegen mächtig ist, weil dahinter die DAX-Unternehmen stehen, die dann selber als Banken agieren, dann wäre ja klar, wenn das die Analyse ist, dass alles, was wir bisher diskutiert haben, eigentlich nebensächlich ist, sondern dass man dann genau eins machen muss, das würde ja auch zu dem passen, was Herr Schulmeister gesagt hat, man muss die Körperschaftssteuer hochsetzen, das heißt, man muss die Unternehmensbesteuerung radikal reformieren, sodass die gar keine Chancen mehr haben, Plus zu machen, sondern sozusagen ins Defizit rutschen und ihre Finanztresore verlieren. Ich meine, das jetzt mal, das wäre das Ergebnis, wenn das die Analyse ist. Gut, aber ich will Sie ja nicht, ich will ja hier kein Co-Referat halten. Also geärgert habe ich mich gar nicht. Ach so, ich das habe ist genossen. Schade eigentlich, aber ja, genau, ich habe genossen, eigentlich. Aber natürlich auch ein paar Fragen. Was mir fehlte vielleicht in den Vorträgen, war eigentlich eine Art Fahrtabhängigkeit. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Sebastian Dulin hat gefährliche Produkte skizziert und man sollte sie verbieten. Einverstanden. Dummerweise, wir haben sie gerade. Die sind auf dem Markt, sind als Anlage da. Sie, Herr Schumann, haben gesagt, es klang eine gewisse Sympathie für einen Bail-in heraus. Ich habe
sehr große Sympathie dafür, das in Zukunft genauso zu machen. Nur, wenn ich das jetzt rückwärts mache, mit Leuten, die nie damit gerechnet haben, dass es einen Bail-in gibt, dabei auch beispielsweise sehr seriöse Anleger treffen, die Staatsanleihen als sichere Altersvorsorge, vermeintlich sichere Altersvorsorge gehalten haben, löse ich da nicht Panik aus? Das heißt, ich kann mir viele Dinge für die Zukunft vorstellen und wir können uns ganz schnell hier einigen und sagen, der Finanzsektor muss schrumpfen, wir müssen die Banken zerschlagen, wir müssen die Machtkonstellation ändern, alles okay. Nur was mache ich denn heute? Wenn ich das mache, kommt da nicht genau das raus, wenn ich das jetzt ganz schnell mache, dass wir Panikwellen auslösen. Das ist dann auch die Verbindung zu Zypern. Das klingt ja erstmal schön, dass wir die russischen Oligarchen bestrafen. Wenn dann aber der Sparer in Italien denkt, sein Geld ist auch gefährdet, dann weiß ich, was er macht. Und dann weiß ich, dass wir ein Problem haben. Und diese Pfadabhängigkeit des Denkens, wie komme ich von einem Zustand, wie er gerade ist, und so unbefriedigend, wie er ist, zu dem Zustand, den ich mir vielleicht als ideal vorstelle, ohne dass ich die europäische Wirtschaft vor die Wand fahre, und vor die Wand meine ich richtig vor die Wand, das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Herr Horn, bevor wir auf Zypern kommen, angesichts der Fahrtabhängigkeit, was würden Sie denn vorschlagen? Also Sie haben jetzt nur gesagt, was nicht geht. Was geht denn aus Ihrer Sicht? Nun, ich glaube, dass wir zum Beispiel keinen rückwärtsgerichteten Bail-in machen können. Nee, aber was geht? Was geht, ist tatsächlich, dass wir anfangen müssen, die Realwirtschaft zu stabilisieren. Das heißt, wir müssen diesen unseligen Austeritätskurs aufgeben, damit das Deleveraging, was im Bankensektor unvermeidlich ist, nicht dazu führt, dass auch noch von Seiten des Staates das noch verstärkt wird und eben eine Depression auslöst, so wie Stefan Schulmeister das beschrieben hat. Wir müssen gleichzeitig im Grunde genommen vieles wieder über Bord werfen, was wir in den vergangenen Jahren, zwei Jahren wieder beschlossen haben, nämlich dass der Staat sich völlig zurückhält und die Verantwortung für die Stabilisierung der Wirtschaft abgegeben hat. Das ist nicht durchhaltbar, schlicht und ergreifend. Wir müssen auch erkennen in Deutschland, und das ist sicherlich nicht nur eine Debatte, die an den Staat geht, sondern auch eine zivilgesellschaftliche Debatte, dass wir, um die Stabilität des Euroraums zu erreichen, in der Tat real aufwerten müssen. Das heißt, in Deutschland auch wieder davon überzeugt sein müssen, dass wir zwar hohe Exporterfolge haben müssen, eine hohe Exportaffinität haben müssen, dass es aber falsch ist, die Erlöse, die wir aus diesen Exporten erzielen, nicht im Inland zu verteilen, sprich in den Wirtschaftskreislauf hineinzubringen und damit ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Dass uns das mit in die Krise geführt hat, das müssen wir allgemein erkennen, nicht nur in Hinterzimmern oder in bestimmten Kreisen. Wir müssen das allgemein erkennen und das heißt, wir müssen den Transmissionsmechanismus von unseren Exporterlösen, von dieser hohen Rentabilität in die Taschen der Bevölkerung doch besser gestalten, als wir es bisher getan haben. Sie merken es, Herr Horn hat jetzt das Spielfeld noch mal ein bisschen erweitert, nicht nur Banken und Regulierung der Finanzmärkte, sondern jetzt auch die Realwirtschaft. Ich glaube, Herr Dolin würde da ganz nicken, der hat das ja in seinem Vortrag angedeutet, aber dann nicht ausführen wollen. Ich mache jetzt hier einen radikalen Schnitt, wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit achten und würde jetzt gerne noch zu dem zweiten Thema kommen, nämlich Zypern, wo man ja all diese Theorien vielleicht auch noch mal konkret diskutieren kann. Ich würde gerne mit Herrn Schumann anfangen, weil ich ja weiß, dass er findet, hat er ja auch im Vortrag gesagt, das sei das erste Mal, dass er ganz der Meinung sei von Herrn Schäuble und Frau Merkel und er findet es richtig, dass die Spareinlagen in Zypern rangezogen wurden. Also Ihre Begründung war ja letztlich, warum sollen wir für Russen zahlen, also etwas überspitzt. Nein, aber können Sie auch noch es geht nicht nur um die Russen, es geht um die Leute, die aus Gründen der Steuerflucht ihr Geld nach Zypern gebracht haben und zwar nur aus diesen Gründen. Es gibt keinen anderen vernünftigen Grund, sein Geld in Zypern anzulegen. Es gibt keinen. Die zyprischen Banken haben weder eine besonders tolle Anlagestrategie zu bieten, also gegenüber, weiß der Himmel, wenn ich mein Geld zu einem ordentlichen Mischfonds bringe, noch haben die zyprischen Banken irgendwie ein irgendwie anders geartetes Geschäftsmodell, was die höheren Zinsen, die sie geboten haben, gerechtfertigt hat, die sie jetzt nicht zahlen können. Insofern, die Pfadabhängigkeit, ja, den Schuh ziehe ich mir ja gerne an. Und ich sehe ja auch, dass man natürlich ein Vertrauensproblem kriegt, wenn man einfach plötzlich pauschal sagt, alle Investoren müssen grundsätzlich für alle ihre Fehlinvestitionen haften, obwohl man ihnen doch vorher gesagt hat, Staatsanleihen seien sicher, das war der Griechenland-Fall. Nur die Geschichte ist die, wenn man das so pauschal zurückweist, dann verbaut man sich den Weg dahin, dass man irgendwann mal dahin kommt. Der erste Schritt müsste sein,
wann immer Staatsgeld zur Rettung einer Bank vor einer Insolvenz ausgegeben werden muss, muss zuerst erstmal die Transparenz darüber hergestellt werden, wer sind die Begünstigten. Ich möchte das einfach wissen. Ja, wenn mein Steuergeld oder meinetwegen das spanische oder zyprische oder irische Steuergeld fließt, dann haben die Steuerzahler das Recht zu erfahren, für wen sie zahlen. Genau das ist aber das, was ständig verweigert wird. Warum ist das so wichtig? Weil wenn wir das wüssten, dann könnten wir erstens feststellen, wie ist die Verteilungswirkung dieser Bankenrettung? Also wer sind die Begünstigten? Von wo nach wo fließt das Geld? Das ist meine journalistische Leitfrage. Und zweitens könnten wir dann feststellen, gibt es andere Mittel und Wege, diese Begünstigten unter Umständen an den Kosten ihrer Fehlinvestitionen zu beteiligen? Warum ist es so wichtig, dass wir endlich damit anfangen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die spanischen Sparkassen, überwiegend die Sparkassen, es waren nicht unbedingt Santander und BBVA und die dritte, wie heißt sie, habe ich jetzt gerade vergessen. Es waren nicht die spanischen Großbanken, es waren die Sparkassen. Die haben Covered Bonds, auf Spanisch Cedulas genannt, auf der Basis von Hypotheken ausgegeben und zwar in einem Volumen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, mehr als 800 Milliarden Euro. Die haben sie zu 90%, über 90% ins Ausland verkauft, überwiegend auch an deutsche Investoren. Diese Cedulas sind weiterhin in Umlauf und es sind Covered Bonds, das heißt, sie sind schwer in ein Bail-in zu integrieren, weil die Leute haben Zugriff auf die Assets der Banken als Recht. Trotzdem sind natürlich diese Cedulas jetzt infolge der Bankenrettung extrem überbewertet, weil dahinter stehen Immobilien, die nichts wert sind oder wesentlich weniger als in den Büchern der Banken angegeben. Und jetzt passiert genau das, das konnte man im letzten Juni in einem Brief von Morgan Stanley an seine großen institutionellen Kunden nachlesen. Bevor die Bankenrettung kam, fielen die Cedulas auf 55% und was macht Morgan Stanley? Sie sagen, kaufen, kaufen, so billig werden sie nie wieder werden und der Staat wird kommen und wird euch retten. Das heißt, das ganze Spiel wird ad infinitum fortgesetzt. Ja? Wir kriegen immer neue Investoren in faule Assets, ja, die sehr wohl wissen, dass es faule Assets sind, die aber gleichzeitig wissen, dass der Staat sie retten wird. Und darum müssen wir jetzt anfangen, da Transparenz herzustellen und ihnen auch damit zu drohen, dass sie irgendwann Verluste tragen müssen, sonst hört es nie wieder auf. Und wirklich, Entschuldigung, aber mich wundert es, der Verteilungseffekt ist doch riesig. Sie können ihn doch nicht einfach ignorieren. Das ist, man kann nicht immer weitermachen damit. Okay, vielen Dank. Aus naheliegenden Gründen würde ich natürlich gerne den Fondsmanager jetzt als gleich als nächstes fragen. Sie sind ja sozusagen der Praktiker der Finanzbranche. Würden Sie auch sagen, also eigentlich sind das ja zwei Forderungen, die Herr Schumann aufgemacht hat. Das erste ist, also erstens gar kein Bailout. Zweitens, wir wollen hier Transparenz. Was sagen Sie zu diesen beiden Forderungen? Ja, ich darf das hier leider nicht abgeben. Also ich finde, auch hier würde ich diese... Also vom Ansatz her würde ich zunächst mal machen, diese Unterscheidung von Max Weber zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Es ist immer sehr schön, Sachen zu fordern, aber man sollte sich immer auch mal Gedanken machen, was das dann für Folgen hat, für realwirtschaftliche Folgen. Und man sollte noch mal gucken, was leben wir hier eigentlich in für einem Umfeld? Wir leben in einem Umfeld, wo die Leute extrem verunsichert sind. Ja? Also wir haben Milliarden und Abermilliarden an Geldern, die die Leute in deutsche Bundesanleihen stecken, gell, zu Zinsen, teilweise sogar zu negativen Nominalzinsen, ja, und sonst ganz sicher zu negativen Realzinsen. Warum übrigens? Warum gibt es Leute, die ihre, also Anleger, die ihr Geld zu negativen Nominalzinsen in Bundesanleihen anlegen? Weil sie lieber einen garantierten Verlust haben wollen, ja, als das Risiko, ihr Geld auf den Sparbuch zu lassen, wo es enteignet werden kann. Ja? Also das ist das Niveau der Verunsicherung, das eingetreten ist. Und in so einer extremen Verunsicherung machen die Leute natürlich auch keine Investitionen. Die investieren nicht in die Realwirtschaft. Ja? Und insofern, ich denke, man muss schon, ich finde ihre Forderungen richtig, aber man muss gucken, was hat das für Auswirkungen auf die Realwirtschaft und in welcher Situation sind wir hier. Und da würde ich sagen, also ich würde mal drei Beispiele von dieser extremen Verunsicherung nennen wollen. Einmal Bankanleihen. Ja. Ich glaube, das war 2010 oder 2011, dass die EZB Irland gesagt hat, wenn ihr ein Bail-in macht, der Bankanleihen, dann drehen wir euch den Geldhahn zu. Ja, also die EZB hat Irland gezwungen, unbesicherte Bankanleihen zurückzuzahlen und hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir euch pleite, dann drehen wir die ELA zu. Heute Morgen hat die EZB genau das Gegenteil gesagt. Ja.
Sie hatte heute Morgen, gab es einen Beschluss des EZB-Rates, wo sie gesagt haben, wenn ihr kein Bail-in macht, ja, in Zypern, dann drehen wir euch den Hahn zu. Also 180 Grad Drehung, und in beiden Fällen ist die Drohung, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann schmeißen wir euch aus dem Euroraum raus. Unterschied ist, diesmal ging es nicht um das Geld von deutschen und französischen Banken, sondern es geht überwiegend um das Geld von Steuerflüchtigen aus Griechenland und Russland. Ja, fair point. Aber trotzdem sozusagen, man braucht ja, also die Realwirtschaft braucht sozusagen, die Leute brauchen Erwartungssicherheit. Ja? Und man muss, Eigentumsrechte müssen klar definiert sein. Und hier werden Eigentumsrechte sozusagen durcheinander gebracht. Ja? Und man weiß effektiv nicht, was morgen kommt. Zweiter Beispiel, Insolvenzrangfolge. Wenn man eine Bank pleite macht, ja, dann zahlen erst die Aktionäre, dann zahlt das Nachrangkapital, dann zahlen die unbesicherten Anleihen, am Ende kommen die Anleger, ja, die Leute, die Sparanleihen haben. Ja. Im Fall von Zypern wird diese Insolvenzrangfolge ausgehebelt. Es gibt also einen Haircut auf die Einleger, ja, und die vorrangigen Bankanleihen, es sind nicht mehr viele, aber die vorrangigen Bankanleihen, die noch da sind, die werden unbelastet gelassen. Ja. Also sie sollen voll getilgt werden. Ja. Ja, es gibt 200 Millionen vorrangige, die sollen voll getilgt werden. Ja. Also die, ja, völlig unlogisch, die Insolvenzrangfolge wird sozusagen außer Kraft gesetzt. Ja. Na, damit die Russen bleiben. Nein. Also der Grund ist, das führt es zu weit, aber es ist jedenfalls, es wird sozusagen Unlogik ins System gebracht. Ja. Der dritte Punkt ist die Griechenland-Umschuldung. Ja. Also es gibt seit 400 Jahren im europäischen Recht ein Prinzip, das sagt, die Forderungen einer Klasse werden gleich behandelt. Wenn jemand eine Forderung gegenüber jemanden hat, dann ist der Wert dieser Forderung durch sozusagen die Seniorität der Forderung bedingt und nicht durch die Person des Halters. Ja. Was im Falle Griechenlands getan wurde, ist, dass man, es gab 260 Milliarden griechische Staatsanleihen, am Tag vor der Umschuldung hat man 60 Milliarden dieser Anleihen genommen und hat denen eine neue Wertpapierkennnummer zugewiesen. Ja. Und dann wurden diese 60 Milliarden ausgenommen von der Umschuldung, weil sie im Besitz der EZB waren. Also das Prinzip, das seit 400 Jahren in Europa gilt, dass der Zahlungsrang einer Forderung eben durch ihre juristische Definition bedingt ist und nicht durch die Person des Halters, ja, die wurde ausgehebelt. Ja. Also das sind drei Beispiele dafür, dass sozusagen Eigentumsrechte in Europa mit Füßen getreten werden, ja, und dass man ein großes Maß an Unsicherheit einführt, und in diesem Umfeld finden keine Investitionen statt. Herr Schulmeister, wenn Sie jetzt Schäuble wären, was würden Sie machen im Falle Zyperns? Genau das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Zypern ist überall. Es ist einfach falsch zu sagen, das ist ein Sonderfall wegen dieser mafiosen Russen. Vorweg einmal ein kleines Datum. Ja, 2/3 der Einlagen bei zypriotischen Banken sind von Zyprioten. Ja. 1/3 ist vom Ausland. Das ist viel für ein kleines Land wie Zypern, aber noch immer bedeutet es, dass der größere Teil eben von ganz normalen Menschen stammt. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt am Samstag, dass die gutmeinenden Politiker in Brüssel vergessen haben, dass eben auch Zyprioten auf Zypern leben und nur an diese Oligarchen gedacht haben. Ja, da muss man eine Frage stellen. Das ist eine Fehlinformation. Aber es ist falsch. 2/3 der Einlagen stammen zwar von zyprischen Firmen, aber der überwiegende Teil der Einlagen stammt von diesen Briefkastenfirmen, deren Begünstigte nicht öffentlich sind und die überwiegend natürlich im Ausland sind und diese Briefkastenfirmen benutzt haben, um in Zypern steuerfrei Kapital anlegen zu können. Die kleine zyprische Bevölkerung, wenn die tatsächlich 2/3 der Einlagen der zyprischen Banken selber besitzen würde, okay, dann wären sie das reichste Land der Welt, jenseits aller Größenordnung. Zypern ist das Cayman Island von Europa. Ja. Aber da muss man natürlich mal sagen, aber dann kommt der Schulmeister wieder dran, das wusste man ja, als man Zypern in den Euro aufgenommen hat. Da war dieses Geschäftsmodell auch schon intakt. Also es ist ein bisschen komisch, sie erst mit diesem Geschäftsmodell in Euro aufzunehmen und dann zu sagen, aber genau wegen eurem Geschäftsmodell werdet ihr jetzt bestraft. Aber egal, Herr Schulmeister. Mein Argument ist ja ganz irgendwie ein anderes. Denn am Beispiel Zypern konzentrieren sich sozusagen gleichzeitig verschiedene länger- und kurzfristige sozusagen Entwicklungen. Auf der einen Seite hat generell die Finanzalchemie dazu geführt, dass die Bilanzsummen auch in biederen Ländern wie Deutschland ein Mehrfaches des Bruttoinlandsproduktes
geworden sind. Das ist an sich per se ein Unsinn. Wenn der Bankensektor das täte, was seine Aufgabe ist, im Wesentlichen Kredite geben an Unternehmer und Häuslebrauer, brauche ich nicht das Drei- oder Vierfache des Bruttoinlandsproduktes als Bilanzsumme. Es wurden über Jahrzehnte fast, ja, Kartenhäuser aufgebaut, wo dieselben beiden Institutionen einander wechselseitig eben Gläubiger und Schuldner sind, mit unterschiedlichen Fristigkeiten und. Weiß der Kopf wahrscheinlich besser. Aber das ist trotzdem eine generelle Tendenz, die in einem Land wie Zypern, aber auch vorher in Island oder Irland ins Groteske übersteigert wurden, weil in der finanzalchemistischen Welt halt einzelne Orte, zufälligerweise Inseln häufig, Cayman-Inseln und alle diese Inseln, ja, mit Steuervorteilen quasi Oasenstatus schaffen. Nur jetzt zu sagen, das ist genuin die Schuld der Zyprioten, die da ein mieses Bündnis mit den Oligarchen eingehen, gefällt mir in dem Sinne nicht, als das Bedürfnis von Menschen wie Schäuble, Sündenböcke zu suchen, seit der großen Finanzkrise so stark ist. Und wer Sündenböcke sucht, wird nie die systemischen Ursachen erkennen. Der sagt immer, die Griechen sind schuld, die Banken sind schuld, die Hedgefonds sind schuld, die Spekulanten sind schuld, was auch immer. Aber, oder der Staat natürlich, Sozialstaat ist schuld, ja. Mit der Sündenbocksucherei kommen wir überhaupt nicht weiter. Und der letzte Punkt ist, wir sind so auf dünnem Eis. In Wirklichkeit ist es 11:58 in meiner Einschätzung. Es können kleine Kurzschlusshandlungen im Zusammenhang mit den innerdeutschen Problemen, mit der Europartei, mit was weiß ich, dem Wahlkampf, ja, zu Fehlleistungen führen, die Kettenreaktionen auslösen. Und jetzt sage ich so, wenn ich mich nicht auskenne und nicht sicher sein kann, dass ich das im Griff habe, wenn jetzt zum Beispiel, das hat ja der Gustav vorhin schon gesagt, die letzte Säule des Vertrauens in Finanzsachen ist in Europa schon das Sparbuch gewesen. Ja? Und das hat man auch durch Einlagensicherungen und so weiter immer wieder beteuert. Wer kann wissen, welche Reaktion das hat? Das hat doch schon gereicht, dass die Merkel gesagt hat, vor 1,5 Jahren, ist eh nicht so schlimm, wenn Griechenland aussteigt aus dem Euro. Schon sind in Italien und Spanien die Leute zur Bank gegangen, haben von der Unicredit das Geld abgehoben und bei der Deutschen Bank eingezahlt. Und so haben wir die Tage 2 Aufblähungen gehabt. Also, ich würde einfach sagen, schon aus Sicherheitsgründen sollte man jetzt mal großzügig sein. Wir können jetzt auch mal sagen, wer zahlt die 17 Milliarden? Wo soll es herkommen? Es handelt sich ja nur um 5,8 Milliarden im Ernst. Es wird überhaupt niemand zahlen, sondern wenn man so hohe Staatsschuldenniveaus hat wie wir heute, ja, dann gibt es nur, glaube ich, einen Weg, und das ist der langsame Abbau über einen Zinssatz, der deutlich unter der Wachstumsrate liegt, über natürlich eine etwas höhere Inflation. Das heißt, es wurden Finanzvermögen geschaffen, die einfach keine realwirtschaftliche Deckung haben. Und daher werden die Finanzvermögen haben, in jedem Fall was zahlen müssen. Aber wenn sie es smoothly zahlen, über -2% Realzins, ist es weniger schlimm, als wenn Staaten pleite gehen oder, ja, ich bin da sehr pragmatisch. Ich glaube, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Also, Praktischer Vorschlag. Der praktische Vorschlag ist, dass derzeit Europa gar nichts anderes übrig bleibt als eine europäische Lösung, ein bedingungsloser Bailout. Das haben die anderen auch gekriegt, und dass wir dann sagen, so, es ist doch grotesk, auch politisch zu sagen, am Ende soll Russland die Zypern retten. Was ist das für eine Europäische Union oder auch eine zypriotische Regierung, die mit dem spielt? Also irgendwo, wenn ein Leadership da wäre, würden europäische Politiker sagen, ja, das kommt ja nicht einmal in Frage, ja, diese Möglichkeit, dass man bettelt und sagt, wir verkaufen unsere Erdgasvorkommen, die vielleicht gemacht werden, verpfänden wir den russischen dem Herrn Putin. Das ist alles für mich ein Beispiel einer unfassbaren Orientierungslosigkeit der Politik. Das ist ja, also wir haben jetzt hier schon eine Redeliste, Herr Kopf steht drauf, Herr Schumann steht drauf, aber jetzt kommen erstmal die beiden dran, genau. Ich würde sagen, erstmal Herr Dulin und dann Herr... Ich wollte mich jetzt gar nicht vordrängeln, aber ich muss sagen, ich war gerade ein paar Wochen in Asien und habe die Sache aus der Entfernung beobachtet, und für mich ist es unverständlich, dieses Ausmaß an Missmanagement, was ich in dieser Zypern-Krise jetzt sehe, ist wirklich absolut unverständlich. Ich meine, ich bin Ökonom, und vielleicht steht dafür die Moral manchmal ein bisschen zurück, aber ich bin nicht bereit, mehrere hundert Milliarden zu bezahlen, um irgendjemandem, der ein paar
1.000 oder 10.000 an Steuern hinterzogen hat, dieses Geld wieder wegzunehmen. Und das ist, was hier gerade passiert. Es geht um einen kleinen einstelligen Milliardenbetrag und wir riskieren alles, was wir in den letzten Jahren erreicht haben bei der Stabilisierung der Eurokrise, wo wir mehrere hundert Milliarden auf den Tisch gelegt haben. Und das ist wirklich, also das ist einfach kein effizienter Umgang mit Steuermitteln und das ist einfach nur schlechte Wirtschaftspolitik. Die Frage nach einer Alternative, was hätte man denn machen können? Es gibt andere Möglichkeiten. Wir haben schon mal im letzten Jahr, im Sommer, haben die EU-Staats- und Regierungschefs gesagt, der ESM kann Banken direkt rekapitalisieren. Ja, die Lösung wäre, das zypriotische Bankensystem nicht zu nationalisieren, sondern in EU-Eigentum zu überführen. Alle Kapitaleigentümer haben danach kein Geld mehr. Dann hätte man sagen können, die anderen Gläubiger sind auch, müssen eben auch bluten, nach der normalen Rangfolge. Und danach ist das Bankensystem im europäischen Eigentum und das kann dann auch Druck ausüben, dass das Bankgeheimnis aufgehoben wird, kann dann eben die Praktiken des Offshore-Bankings zurückfahren. Und ich finde, es ist ein bisschen komisch, oder auch die Wahl der Instrumente. Wenn ich sauer bin, dass irgendjemand Steuerhinterziehung fördert, dann ist es nicht das richtige Instrument, über die Einlage, Enteignung und über das Risiko zu gehen, eine neue Bankenkrise auszuüben. Und es ist ja nicht so, dass Zypern das einzige Land ist. Ich meine, Österreich hat auch lange Zeit lang mit dem Bankgeheimnis probiert, deutsche Schwarzgelder abzuziehen. Und wenn man in bestimmte Bereiche von Österreich fährt, dann wird auch Werbung gemacht mit dem österreichischen Bankgeheimnis. Und das liegt nicht nur daran, dass da irgendjemand nicht möchte, dass die Ehefrau weiß oder der Ehemann weiß, was da für Geld liegt, sondern das ist auch Schwarzgeld. Und dann, wenn man dagegen vorgehen will, und das hätte die EU schon lange tun sollen, gegen gewisse Finanzpraktiken, dann soll man das eben tun. Aber nicht riskieren, dass uns die Eurozone um die Ohren fliegt. Dafür ist das einfach zu wichtig. Und hier würde ich sagen, Moral mag schön und gut sein, aber der erste moralische Reflex geht auch oft in die falsche Richtung. Also knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung. 500 Milliarden gegen 5 Milliarden. Jetzt, was sagen Sie dazu, Herr Horn? Ja, erstmal sage ich auch, das war eine der dümmsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen der letzten Zeit mit dem Potenzial, sich zur dümmsten des Jahrzehnts zu entwickeln. Denn erstmal, man hat sehr viel Vertrauen in einer Nacht zerstört. Und wenn jetzt weiter falsch reagiert wird, was eine Annahme ist, die nicht so ganz irreal ist angesichts der Kompetenz, die wir bisher erlebt haben, dann wird das zum Zerfall der Eurozone führen. Das ist ganz einfach. Wenn nämlich die Vertrauenskrise sich ausweitet, die wir gerade mal im letzten Sommer durch die zu späte, aber dann immerhin richtige Intervention der EZB eingedämmt hatten. Und ich will auch sagen, was ich hätte machen wollen. Ich hätte in der Tat, es gibt für mich zwei Verantwortungen, die wir uns stellen müssen. Erstens, die erste Verantwortung habe ich eben schon skizziert, dass wir die europäische Wirtschaft nicht jetzt vor die Wand fahren. Ich meine, wir haben in manchen Ländern 25% Arbeitslosigkeit, das ist schon vor die Wand gefahren. Viel schlimmer kann es gar nicht kommen, das ist schlimm genug und verantwortungslos genug schon. Und wir haben die zweite Verantwortung, dass es in der Zukunft anders wird. Da hat der Schumann völlig recht, wir können das nicht weiter hinnehmen. Das wäre auch verantwortungslos. Dahinter zurücktritt, dass wir die Fehler der Vergangenheit moralisch verurteilen. Das können wir tun verbal, aber ich glaube, da muss man einfach auch einen Strich ziehen. So, was folgt daraus? Ich hätte die Zyprioten rausgeholt mit diesem Milliardenbetrag, der ja nicht mal überwiesen würde, sondern es ging um Kredite, die wir garantiert hätten. Dadurch hätten sie zu einem niedrigen Zinssatz, zu einem tragfähigen Zinssatz bekommen. Das ist das Geschäft. Ich hätte dann auch, genau wie Sebastian Dolin sagt, dafür natürlich die Eigentumsrechte kassiert an den ESM, wenn er das machen soll. Und ich hätte eine weitere Bedingung dazu gemacht, nämlich die Zukunft betrifft. Und die betrifft Zypern. Zypern kann nicht im Euroraum bleiben, wenn sie dieses Geschäftsmodell fortsetzt. Das ist der entscheidende Punkt. Das hätte jetzt nichts gekostet. Aber sie hätten natürlich Gesetze machen müssen, die nicht auf Trittbrettfahren angelegt sind. Das heißt, den Bankensektor streng regulieren. Verstaatlicht. Bitte? Den hätten Sie doch schon verstaatlicht über den ESM. Ja. Ja, aber Sie hätten ihn nicht mehr, aber ich meine, es kann ja dann neue Banken geben, also das darf man nicht ausschließen. Und deshalb hätten Sie tatsächlich Gesetze ändern müssen
in die Richtung, und das hätte ich als eine Willensbekundung interpretiert, im Euroraum zu bleiben. Wenn Sie das wollen, hätten Sie nur Gesetze ändern müssen, nicht Geld in die Hand nehmen und nicht verarmen müssen. Und hätten damit dieses Geschäftsmodell, das in der Tat verantwortungslos ist, aufgeben müssen in der Zukunft. Ja, das hätte auch Steuern. Ich meine, aus der Sicht der das gehört mit dazu, das trifft auch nicht nur Zypern, das trifft auch Irland. Auch da hätte man das machen müssen, denn das ist die Debatte, die wir hier wirklich im Euroraum führen müssen. Was geht in einem gemeinsamen Währungsraum an Standortwettbewerb und was geht nicht? Und da müssen wir klare Grenzen ziehen über das, was nicht geht und was geht. Und darauf müssen wir uns auch verständigen, sonst verständigen wir uns nicht auf eine gemeinsame Währung. So, jetzt würde ich ja gerne Herrn Schumann die Gelegenheit geben, zu antworten. Ja, natürlich. Also, das hört sich ja alles so nach so Kosten-Nutzen. Lieber jetzt 5,8 Milliarden statt vielleicht zukünftig 100 Milliarden. Nur, da drin implizit ist ja diese Armageddon-Annahme. Ja? Wenn man die Steuerfluchtgelder in Zypern bluten lässt, dann rennt Oma Kamulke in Madrid zu ihrer Kacha und hebt ihr Geld ab. Den Zusammenhang kann ich so nicht akzeptieren. Man könnte sehr leicht politisch kommunizieren, dass es in Zypern eben um anderes Geld geht. Es geht nicht um normale Einlagen, es geht nicht um Firmenkonto von produktiven Firmen, sondern es geht um Steuerfluchtgeld und um nichts anderes, ja, wenn man die Hunderttausender-Schwelle einhalten würde. Alles, was da drüber liegt, ist nichts anderes. Da kann man ja vielleicht noch die privaten Konten von irgendwelchen zyprischen Staatsbürgern, kann man sogar auch noch rauslassen. Dann trifft man wirklich nur die, die ihr Geld dahin geschafft haben. Und dann möchte ich doch nochmal hinterfragen und dann möchte ich auch, wenn man so will, eine Lanze brechen für die Politik. Sie müssen sich doch vorstellen, wenn Sie dieses so Programm so durchziehen, wie Sie es vorgeschlagen haben, der ESM macht eine Zwangsrekapitalisierung der zyprischen Banken, übernimmt die zyprischen Banken in europäischen Besitz, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da das zyprische Parlament überhaupt zustimmen würde, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, weil die müssten zustimmen. Aber angenommen, es würde so laufen, dann wären diese Kapitalinjektionen in die zyprischen Banken verlorenes Geld, das Geld wäre weg. Das können Sie auch, egal wie lange Sie, dann müssen Sie 100 Jahre die Dinger betreiben, bevor Sie das irgendwie wieder erwirtschaftet haben, weil dieses Geschäftsmodell der dortigen Banken nichts abwirft jetzt. Ja, das Geld wäre dann weg, es wäre einfach ausgegeben. Es wäre dann auch kein Kredit. Oder man sagt, am Ende muss doch der zyprische Staat haften, dann sind wir aber bei 160% Staatsschulden zum zyprischen Bruttoinlandsprodukt, von dem man erfahrungsgemäß weiß, das wird nicht zurückgezahlt. Mit anderen Worten, das Geld ist so oder so weg. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind deutscher Finanzminister und müssen den Leuten sagen, unser Anteil, den wir da reinschießen, das ist auf jeden Fall jetzt schon verlorenes Geld. Wir können es zwar heute Kredit nennen, aber morgen oder übermorgen muss es einen Haircut geben und zwar dann auf unsere Forderungen an Zypern. Und das Ganze machen wir nur, weil wir dieses Steuerfluchtmodell zu lange haben laufen lassen. Das ist unsere eigene Schuld. Wir hätten das halt früher verhindern müssen. Meinen Sie, das kriegen Sie, also dafür kriegen Sie keine Mehrheiten. Das ist, ich finde das auch ein bisschen unpolitisch gedacht. Wie okay, kann man das denn durchsetzen? Ja, vielen Dank. Jetzt hat sich Herr Dulin gemeldet, aber man muss sagen, Herr Kopf war viel früher dran und meldet sich schon seit ungefähr einer Viertelstunde. Deswegen dürfen Sie jetzt vor. Also ich würde sagen, Stefan Schulmeister hat gesagt, es ist so eine Minute vor 12. Ja? Wir stehen kurz vor einer Vertrauenskrise. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das ist eine Minute nach 12. Und ich glaube, es ist effektiv, diese ganze Diskussion, ob man da jetzt nochmal Vertrauen wiederherstellen kann, das ist alles müßig. Und das hätte man sicher anders machen können. Das ist ein sehr starkes Missmanagement, aber jetzt ist nun mal das Kind in den Brunnen gefallen. Also ja. Ihre Haltung ist jetzt, das Vertrauen ist eh weg, jetzt können wir auch die 5,8 Milliarden kassieren. Also meine Meinung ist sozusagen, das was jetzt, es ist doch so, am Montag werden in Zypern Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Ja? Artikel 63 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das werden argentinische Verhältnisse sein. Ja? Und die Idee, dass Spanier dann irgendwie ihr Geld auf den Konten lassen, halte ich für naiv. Also das, was wir die letzten 5 Monate gesehen haben, der Rückgang der Tage-2-Forderungen, das wird sich jetzt wieder umkehren. Die Tage-2-Forderungen gehen wieder hoch, weil die Leute ihr Geld aus der Peripherie in die Deutsche Bank stecken und dadurch schaffen sie Eventualverbindlichkeiten für den deutschen Steuerzahler. Wenn nämlich wirklich mal ein Land ausscheidet, dann müssen wir das zahlen. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Dass Spanien noch nicht Zypern ist, dann geht es auch wieder zurück. Nee. Also das, was Schäuble gestern Abend im Heute-Journal gesagt hat, ist, ja, wir sind sehr für ein Einlagensicherungssystem, aber es ist nun mal so, der Backstop für das Einlagensicherungssystem ist der Nationalstaat. Und wenn der Nationalstaat nicht zahlungsfähig ist, dann gibt es halt kein Einlagensicherungssystem.
Das ist sozusagen, er etabliert, er versucht, ein Zweiklassensystem in Europa zu etablieren. Wenn man Pech hat und in Zypern lebt und sein Geld auch in eine gute zypriotische Bank, wie zum Beispiel Hellenic Bank oder die Coop Bank, das sind solvente Banken, wenn man sein Geld in eine gute zypriotische Bank steckt, hat man leider trotzdem, weil man zypriotischer Staatsbürger ist oder man wegen dich oder was weiß ich, also aus Irland oder so, ist man sein Geld leider trotzdem los. Das geht nicht. Also das als Modell für die Eurozone ist absolut nicht tragfähig. Deswegen, ich denke, was jetzt zu tun ist, meiner Meinung nach, ist, man muss jetzt einen großen Sprung nach vorne machen. Ja. Also diese Resolution Directive, die erst 2018 in Kraft treten sollen, wodurch das Bail-in-Mechanismus für unbesicherte Bankanleihen eingeführt werden soll, 2018, muss man sofort einführen. Ja. Die EZB braucht sofort Resolution Authority, also man braucht so einen europäischen FDIC, wo die Leute am Wochenende reingehen können, Bank dicht machen, enteignen, übertragen. Das muss jetzt sofort kommen und nicht erst in 5-6 Jahren. Und es braucht eine einheitliche europäische Einlagensicherung, wo vielleicht 50.000, nicht 100.000, aber für alle europäische Bürger, egal wo sie wohnen, gedeckt sind, weil sonst hat man extreme Wettbewerbsverzerrungen im europäischen Bankensystem und das ist nicht tragfähig. Also eigentlich haben Sie es ja jetzt geschafft, die Situation 1:12 auch als Chance zu interpretieren. Herr Dulin hatte sich gemeldet, dann kommt natürlich noch mal Herr Schumann dran. Ich glaube, dass es politisch viel einfacher zu verkaufen ist, als Sie das jetzt dargestellt haben. Und zwar, man muss einfach mal das, was jetzt Christian Kopf auch gesagt hat, das den deutschen Wähler mal erklären. Das Problem, was wir haben, ist, dass die deutschen Banken die deutschen Ersparnisse an die Europeripherie verliehen haben. Wenn die Eurozone auseinanderbricht, ist das Geld weg. Dann habe ich zwei Optionen, entweder die deutschen Sparer verlieren ihr Geld oder ich rekapitalisiere die Banken mit deutschen Steuergeldern. Und da geht es nicht um 5,8 Milliarden, sondern da geht es wirklich um hohe dreistellige Milliardenbeträge. So, und dann dem Wähler das zu erklären, dass wir die Wahl haben, jetzt, wir müssen ja nicht 5,8 bezahlen, sondern das ist das, was die EU zahlen müsste, wir müssten davon 30% bezahlen, also ungefähr 2 Milliarden, dass wir heute 2 Milliarden bezahlen, um diesen Schaden von mehreren 100 Milliarden zu vermeiden, ich glaube, das kann man relativ einfach erklären. Das ist, so schwierig ist es nicht, wenn man das gerne erklären möchte. Und um nochmal ganz kurz das Verhältnis dieser 5,8 Milliarden zu anderen Größen zu beschreiben. Italien hat Staatsschulden von ungefähr 1.500 Milliarden. Wenn der Zins auf italienische Staatsanleihen um 0,5% steigt, bedeutet das einen Anstieg der Zinskosten pro Jahr um 7,5 Milliarden Euro. Das heißt, in einem Jahr haben wir schon mehr Zinskosten, wenn das so passiert, und wir haben einen Anstieg der Spreads gesehen in den letzten Tagen, haben wir in einem Jahr mehr Kosten für Italien produziert, als und es ist ja nicht, geht ja eigentlich nicht um ein Jahr, sondern es geht dann um die ganze Zukunft möglicherweise, als wir da gespart haben. Und all das sind Argumente zu sagen, das ist wirklich Unsinn. Und wer dann, ich finde, es ist dann einfach nur Populismus zu sagen, das sind russische Schwarzgelder und darum dürfen wir diese Rechnung so nicht anstellen. So, es gibt auch jede Menge britische Schwarzgelder und bestimmt auch deutsche Schwarzgelder und vor allem griechische Schwarzgelder, davon vor allem ganz viel. Und auch Italien muss seine 1,5 Billionen nicht innerhalb eines Jahres refinanzieren. Das wäre in der Tat eine große Katastrophe. Das zieht sich ein bisschen länger hin. Ne? So, insofern finde ich jetzt auch die Rechnung nicht ganz seriös, ja? Dass wir da in einem Jahr, also mit einem 0,5% Anstieg für Italien 7,5 Milliarden produzieren. Das müsste sich dann über 10 Jahre fortsetzen. Dann hätten wir diesen Effekt. Ich gebe allerdings zu, dass ich nicht ganz hundertprozentig sicher bin, ob dieser Verunsicherungseffekt, den Sie beide so offen oder ob das sich nicht wirklich über ganz Europa fortsetzt. Insofern müsste man vielleicht aus Gründen der Vorsicht das machen, wie Sie sagen. Aber, und das ist ein großes Aber, und da schließe ich mich Herrn Horn an, wenn man es denn dann wirklich macht, dann will ich verdammt nochmal wissen, wer sind die Begünstigten. Ich will es einfach wissen und dann sollen sie volle Transparenz herstellen. Dann will ich tatsächlich wissen, wer hat sein Geld nach Zypern geschafft, um Steuern zu sparen und wie kann man ihn über eine Vermögenssteuer, über weiß der Himmel, welche anderen Möglichkeiten an diesen Kosten beteiligen. Ich sehe es einfach nicht länger ein. Okay, Herr Schulmeister hatte sich auch gemeldet. Dann geht das Abschlusswort an Herrn Horn. Der darf dann den endgültigen Schiedsrichter spielen. Na, ich kehre nur zurück zu diesem Grundproblem, dass ich glaube, dass nach
30, 40 Jahren von dem, was ich halt Finanzkapitalismus nenne, zwingend sich in eben dreistelliger Milliardenhöhe oder Billionenhöhe Finanzaktive entwickelt haben, die de facto keine realwirtschaftliche Deckung haben und wo ich irgendwie von diesem Ungleichgewicht runterkommen muss. Die Staatsverschuldung ist, wie der Herr Karl Marx so schön schreibt, ja nur die höchste Form des fiktiven Kapitals. Fiktives Kapital ist ja nichts anderes als irgendwelche Finanztitel, wo eben leider nichts dahinter steht, im Gegensatz etwa zur Forderung einer Bank an einen Häuselbauer, der ein echtes Haus gebaut hat, das einen realen Wert darstellt. Und das Grundproblem, mit dem man jetzt konfrontiert ist in Europa, ist: Wie komme ich von diesem nun einmal pfadabhängig über lange, lange Zeit aufgebauten Missverhältnis runter? Der amerikanische Weg ist zunächst einmal schon der klügere, zu sagen, im Zweifelsfall buttert die Notenbank schlicht und einfach Geld hinein, weil die Produktion von Geld ja überhaupt nichts kostet. Und die letzte Frage ist, jetzt provoziere ich bewusst, aber nur ein Gedankenexperiment, ja? Die Europäische Zentralbank kauft die Hälfte aller Staatsschulden auf. Ja? Das heißt, der Staat hat weiter die Schulden, aber der die Forderung hat, ist die Zentralbank. Und in einem Anfall von Großzügigkeit schenkt die Zentralbank den Staaten die Schulden, ein Nachlass. Die Zentralbank hat ein gigantisch negatives Eigenkapital. Ich habe das einmal im Smalltalk mit einem Bundesbanker besprochen, der hat gemeint, im Prinzip geht das. Ja, nur bitte, also wenn wir so das Problem lösen können, warum nicht? So, Herr Horn, Sie sind der Letzte. Bin aber sicherlich nicht der Schiedsrichter. Vor dem Hintergrund dessen, was Herr Schumann gesagt hat, stelle ich mir dann immer die Frage, was wäre der größere Fehler, den man machen kann? Also wenn ich mich irre, und da bin ich übervorsichtig, im Grunde genommen, ich verschenke diese Milliarden an russische Geldwäscher und Ähnliche, das, was nicht nötig wäre in dem Fall, was auch ungerecht ist, in dem Fall zugegeben. Aber sonst passiert nichts. Wenn Sie sich irren, dann passiert eine ganze Menge. Also begehe ich lieber meinen Fehler. Und deshalb bin ich eher vorsichtiger als dass ich diese Annahme, dieses Risiko eingehe, denn die Schäden würden beträchtlich sein. Aber, und da gebe ich Ihnen wieder völlig recht, ich will wissen, wer das ist, weil ich nämlich auch noch eine Rechnung schreiben will im Nachhinein. Ich sage ja nicht, dass Sie ungeschoren davon kommen, sondern mein Vorschlag wäre, dass dann, wenn Banken wieder laufen, dass Sie dann auch zahlen. Bitte schön. Ich bin für eine Bankenabgabe. Eine Art Lastenausgleich für die Bewältigung der Krise. Ich bin für eine Finanzmarkttransaktionssteuer, die auch Einkünfte erhebt und die auch entschleunigt. Ein Problem, das wir ja auch hier gemacht haben. Deshalb bin ich vorher auch für die Verbörslichung von OTC, damit ich sie überhaupt besteuern kann. All diese Dinge müssen getan werden, und um das zu machen in der Zukunft. Aber im Moment bin ich dann schon dafür, das Problem so hinzunehmen, wie es ist, um doch noch eine Minute vor 12 zu sein und nicht eine Minute nach 12. Denn das Szenario, was Sie aufgezeigt haben, das wird nicht so harmlos ablaufen. Denn wir haben, diese Richtlinie vorzuziehen, wird Zeit kosten, es wird Widerstände dagegen geben. Denn es ist ja leider so, da hat leider Stefan Schulmeister recht, das Denken der handelnden Leute ist geprägt von dem Denken der ökonomischen Lehre des letzten 30, 40 Jahre. So, man muss ja sagen, das endet jetzt hier eigentlich relativ pessimistisch, und ich würde sagen, das Thema für das nächste Konjunkturforum steht damit eigentlich auch schon fest, nämlich das, nein, das wäre dann sozusagen, wie hätten wir den Euro-Crash vermeiden können? Ich nehme an, dass er dann schon stattgefunden hat. Ja, vielen Dank an Sie, dass Sie so lebhaft diskutiert haben. Vielen Dank auch für Sie, dass Sie hier waren und für Ihre vielen Fragen vorhin.